Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute stellen wir euch ein kleines Projekt vor. Und zwar werden wir am 12. September, also im kommenden Herbst, gemeinsam mit dem Finance Think Tank ein Karriere-Event veranstalten, wo sich junge Studierende, die Interesse haben an der Karriere im Corporate Finance, sprich im Investment Banking, im Private Equity etc., mit Leuten aus der Branche connecten können. Ja, das wird ein einzigartiges Event sein, was es bisher noch nicht gab. Und wir organisieren das Ganze gemeinsam mit dem Finance Think Tank. Wahrscheinlich kennst du den Finance Think Tank noch nicht, denn der Finance Think Tank, der richtet sich eher an die Professionals aus der Corporate Finance Szene, sprich an die M&A-Banker, an die Wirtschaftsanwälte, an die Private Equity Funds etc. Und der Finance Think Tank macht eben verschiedene Events, um die Corporate Finance Szene zu connecten. Besonders bekannt ist die sogenannte Deal Sourcing, die findet dann am nächsten Tag statt, nämlich am 13. September. Und am Vorabend von der Deal Sourcing, sprich am 12. September, findet dann unser Karriere-Event statt. Und genau, wir fahren jetzt zum Finance Think Tank, treffen uns dort mit den Geschäftsführern und stellen euch das Ganze mal ein bisschen vor und dann bis gleich. So, jetzt sind wir in der Frankfurter Innenstadt, beziehungsweise leicht südlich vom Hauptbahnhof. Ja, was soll ich sagen? Die Straßen waren dichter wie Goethe. Nee, dichter als Goethe, I don't know. Da, Moritz hat gerade so einen Joke gemacht in der WhatsApp-Gruppe, weil ich die gefragt habe, wo die sind. Und er meinte, dichter als Goethe oder dichter wie Goethe. Eins von beidem auf jeden Fall. Sehr zäher Verkehr gewesen. Wir nutzen immer die Zeit, wenn wir in der Stadt sind, so ein bisschen, um vielleicht auch mal wieder das ein oder andere Bild zu machen. Auf meinem Instagram-Profil sind es immer nur Bilder irgendwie in irgendeiner Ecke vom Office oder so. Das ist ein bisschen langweilig. Und filmen dann immer noch ein, zwei Videos. Das wird sich natürlich ab Mai, wenn wir dann auch in der Innenstadt sind, komplett ändern. Aber noch nutzen wir immer die Gunst der Stunde, weil wir so lange gebraucht haben, irgendwie eine halbe Stunde, bis wir in der Tiefgarage waren. Oder fast sogar noch länger. Ist dafür keine Zeit. Vielleicht machen wir noch ein kurzes Bildchen. Und dann geht es aber schon rein zu den lieben Freunden vom Finance Think Tank. Das Wetter ist gerade das ideale Wetter für Ray-Ban Sonnenbrille, Patagucci-Weste und Woolrich-Jacke. Also es ist kalt, aber gleichzeitig warm und sonnig. Es ist sehr verrückt, sehr ambivalent. Also alle Leute, die gerade in einem Praktikum sind und nicht an die frische Luft können, tun mir ein bisschen leid. Aber dafür können sie natürlich das Wochenende umso mehr genießen. Und das ist natürlich auch schön. Es ist tatsächlich sehr gutes Golfwetter, muss ich sagen. War ich dieses Jahr schon golfen? Genau, ich war einmal golfen, am 3. Januar oder so. Da war alles hart wie Stein, da war alles zugefroren. Meine Schwünge waren sehr gut. Eigentlich würde ich sagen, muss ich die nächsten ein, zwei Wochen auch mal wieder aufs Grün gehen, ein paar Pars spielen. Und genau, so viel dazu. Jetzt vertreten wir uns hier noch die Beine, machen vielleicht noch ein, zwei Bilder. Und dann geht's hoch zum Finance Think Tank. Und dann bauen wir euch mal ein bisschen ein, verraten euch mal so ein paar kleine Sachen hinter den Kulissen. Ihr könnt euch wahrscheinlich auch schon einen Platz sichern, beziehungsweise ihr könnt euch bewerben. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an freien Plätzen für die Studierenden bei dem Event, weil es natürlich sehr exklusiv ist, weil du auch nicht nur mit, oder was heißt nur, weil es werden jetzt nicht irgendwie bei einer typischen Karrieremesse nur so ein paar Stände geben mit ein paar Firmen und dann sprichst du da mit den HR-Lern oder so, sondern es werden wirklich sehr seniore Personen kommen von den M&A-Boutiquen, von den PIs etc. Das heißt, es wird ein ziemlich neues Format sein und da wollen wir auch wirklich nur passende Leute natürlich dabei haben. Das heißt, da werden wir schon die Bewerbung screenen, aber wahrscheinlich werdet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link finden, wo ihr mal euren CV hochladen könnt und wir uns mal anschauen können, ob ihr da potenziell in diese Veranstaltung reinpasst, aber wie gesagt, mehr dazu dann auch gleich, wenn wir oben sind. So, jetzt stehe ich hier mit dem Bastian, einem der beiden Gründer vom Finance Think Tank. Wir haben gerade auf die Zusammenarbeit angestoßen, machen das jetzt nochmal ganz offiziell auf Video. Und genau, ich hatte euch vorhin am Anfang ganz kurz vorgestellt, aber vielleicht kannst du einfach noch mal ein paar Sätze sagen,
woher ihr kommt und was genau ihr mit dem Finance Think Tank macht, weil ich denke mal, der ein oder andere Studierende wird euch bisher noch nicht gekannt haben. Das kann ich mir kaum vorstellen, aber falls das wirklich der Fall sein sollte, mache ich das gern. Wenn ihr nicht seht, das ist Iris, da neben mir, der hat mit mir zusammen die neue Firma, da ist sie, gegründet und gemeinsam haben wir vorher mit ein paar anderen Kollegen ein Magazin Finance, heißt das, gegründet. Das müsstet ihr wiederum eigentlich alle kennen. Das ist das führende deutsche Corporate Finance Magazin. Mhm. Was wir heute machen, ich versuche es mal zusammenzufassen. Wir bieten den Corporate Finance Experten alles, was sie wissen müssen. Punkt. So. Wir nennen das Knowledge and Network. Und das heißt am Ende, bei uns lernt man alles, was man wissen muss. Und bei uns lernt man alle kennen, die man kennen muss. Und wenn ihr das genau wissen wollt, was das bedeutet, geht am besten auf die Website www.finance-thinktank.de. Das heißt, ihr bietet verschiedene Events an, verschiedene Online-Formate, verschiedene Offline-Formate. Das größte Offline-Format ist dann die Deal-Sourcing. Ja, das ist so. Dahinter verbirgt sich die Erkenntnis, dass ganz viele der Corporate Finance Experten eigentlich ihre Aufträge nicht von den Corporates selber kriegen, sondern viel aus dem Netzwerk kommen. Das heißt, man wird irgendwie ins Spiel gebracht. Und um ins Spiel gebracht zu werden, muss man sich natürlich kennen und muss sich vertrauen. Und dieses Netzwerk aufleben zu lassen, enger zu machen, dafür haben wir die Deal Sourcing aus der Taufe gehoben und versammeln da einmal im Jahr, ich will nicht sagen die gesamte Corporate Finance Community, aber doch einen guten Teil davon und einen wachsenden Teil. Was war so eine Größenordnung? Wie viele Leute waren letztes Jahr da? Etwa 500 waren letztes Jahr da. Und das waren dann großenteils Entscheider von Playern aus der Corporate Finance Szene. Wir haben irgendwann mal gedacht, dass wir eher so die zweite Reihe ansprechen, die ihr Netzwerk noch aufbauen muss. Mhm. Und die erreichen wir auch zunehmend. Aber ehrlich gesagt haben wir in dem ersten und auch noch im zweiten Jahr fast ausschließlich Leute aus der ersten Führungsebene da gehabt, die offenbar auch noch dachten, dass wir ihr Netzwerk erweitern müssen. Cool. Und jetzt wird dieses Jahr zum ersten Mal am Vorabend von der Deal Sourcing am 12. September die Brain Sourcing stattfinden. Das war ursprünglich eure Idee, dann seid ihr auf uns zugekommen, dass wir das gemeinsam organisieren können. Mhm. Was war da bei euch so ein bisschen die Intention und wie wird die Brain Sourcing voraussichtlich grob ablaufen? Also wir haben gesehen, dass in den Gesprächen, die wir mit unseren Kontakten aus der Corporate Finance Community führen, nicht nur die Inhaltsthemen und die Frage, wie komme ich an den nächsten Deal, eine Rolle spielen, sondern ganz viel auch die Frage bewegt, wo kommen eigentlich die Leute her, mit denen ich das Ganze abarbeiten kann. So, also in jedem zweiten Gespräch ist das dominierende Thema. Darum bewegt es uns auch, weil uns alles bewegt, was die Corporate Finance Community bewegt. Und wir haben gesagt, wenn wir schon an einem Tag ohnehin die ganze Corporate Finance Community versammeln, dann können wir sie eigentlich auch mit Top-Studenten zusammenbringen. Und das ist die schlichte Idee der Brain Sourcing. Ist eine super Idee für Goldman zu arbeiten, ist auch ganz toll bei McKinsey. Gar keine Frage, könnt ihr alles machen. Aber es gibt da draußen noch einen ganzen Haufen Top-Arbeitgeber, bei denen man, auch wenn man vielleicht die Namen nicht kennt, sich sehr viel schneller entwickeln kann, wenn man viel früher Verantwortung bekommt und viel näher an den Deals dran ist. Und die lernt ihr dann bei der Brain Sourcing kennen. Danke dir, Bastian, für die Einschätzung. Gerne. Und dann bis gleich. Wir freuen uns auf euch. So, Meeting ist vorbei. Vielleicht noch ein, zwei Sachen, die wir wirklich besonders hervorheben müssen über die Brain Sourcing. Punkt Nummer eins, was du halt sonst bei keinem anderen Karriere-Event hast, ist, dass du dort halt mit Managing Director, Managing Partner Level Gespräche führen wirst. Ne? Also normalerweise hast du dann auf solchen Karrieremessen HR-Mitarbeiter und Einsteiger, mit denen du sprechen kannst und dass du halt mit 70, 80 MDs von den ganzen Playern aus der Corporate Finance Szene sprechen kannst, das ist halt wirklich einmalig, sowas gab es noch nicht. Und zweite Sache, die auch anders sein wird als bei normalen Corporate Finance oder Karriere-Events, ist, dass es vom Rahmenprogramm auch so aufgebaut ist, dass du auch wirklich Knowledge aufnimmst über die Branche, über die Berufsbilder etc. Das heißt, es wird verschiedene Workshops geben, die jeweils von MDs etc. von den Playern geleitet sind, wo du Fragen stellen kannst. Das heißt, es ist keine reine Karrieremesse, sondern es hat auch wirklich einen Lerncharakter. Das heißt, wenn du ein Interesse hast an einer Karriere in diesen Bereichen, dort auch schon erste Erfahrungen beispielsweise gesammelt hast, vielleicht auch noch neu da reinkommen möchtest, bewirb dich auf jeden Fall mal. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an freien Plätzen. Das heißt, wir werden auch auf jeden Fall deine Bewerbung erstmal evaluieren müssen. Aber du hast nichts zu verlieren, ist kostenfrei für dich als Studierender. Das heißt, einfach mal bewerben, vielleicht kriegst du die Möglichkeit,
da dabei zu sein. Den Link zur Bewerbung findest du unter diesem Video hier eingeblendet. Und genau, dann war es das. Abonnier gerne hier den Kanal, damit du immer weiterhin solche Updates mitbekommst. Folg mir auf Instagram, folg mir auf LinkedIn und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, viele Grüße.